Hühnerhäppchen, wie ihr oben gelesen habt, war ich bei Action Shoppen. Ich habe ein paar Sachen gebraucht. Also ein paar Sachen ist gut, ne? Ich habe hier zwei volle Tüten und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich habe neue Backpapier-Zuschnitte gebraucht. Die sind dort einfach mega günstig, deswegen nehme ich die eigentlich dort immer mit. Dann hatte ich Lust auf eine Glade-Kerze und zwar diese hier. Also mein Geruchssinn ist minimal im Moment, also ich rieche echt nicht viel. Aber das, was ich gerochen habe, hat mir von dieser Kerze her am besten gefallen. Und das ist die Variante Relaxing Zen. So rosanes Ding. Ja, rosa ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Aber wie gesagt, der Duft. Und die kostet halt echt nicht einmal 2 Euro. Ne? Das ist der Wahnsinn. Dann, ja, ging mein Autoschlüssel. Ne? Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich zu Action musste. Ich bin immer noch ziemlich kaputt und heute geht es mir eigentlich echt nicht so gut. Mir ist komischerweise halt so schlecht und ich bin so schlapp. Und naja, egal, ich möchte euch gar nicht mit Corona-Vibes nerven. Auf jeden Fall, also ich bin übrigens negativ, ne? Also ich war heute draußen und ich bin negativ, sonst wäre ich nicht rausgegangen. Auf jeden Fall, das war der Grund, warum ich eigentlich hin musste, weil mein Auto hat nicht mehr funktioniert. Die blöden Schlüssel gingen nicht mehr. Weder der Ersatzschlüssel noch der normale Schlüssel. Irgendwie haben die Batterien gesponnen und jetzt habe ich sie getauscht. Und da braucht man halt extra diese 2032. Ja, jetzt habe ich mir extra so einen großen Pack voll gekauft. Die kosten halt dort echt nur 1,99 oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, geht es jetzt wieder. Dann habe ich für meine kleine Maus und für mein Stinkbett neue Katzengoodies mitgenommen. Und zwar diese hier. Dann Katzenstänkchen. Ja, die kleine, glaube ich, noch gar noch nicht versucht. Dann habe ich das hier noch mitgenommen. Die liebe ich ja. Ich finde ja mit allerbestem Duft. Dann hier noch die Salmon-Variante, Lachs-Variante, Fisch. Genau, dann habe ich, die fand ich super schön. Ihr wisst ja, Rose Gold und ich, wir sind ja hier Best Buddies, ne? Und ja, das ist so ein kleineres Fotoalbum. Also ich versuche jetzt ja immer so besondere Erlebnisse festzuhalten. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich für die kleine Maus ein so ein kleines Album, so ein Babyalbum anlege. Ja, genau, das hat innen so Dinger und ja, genau. Deswegen haben wir gedacht, für die kleine Ivy könnte ich hier so ein kleines Memory-Buch machen. Genau, dass ich die ganzen süßen Babyfotos ausdruck und mir aufhebe. Dann habe ich neue Zahnbürsten gebraucht. Da habe ich mich jetzt für die von Oral-B entschieden. Das letzte Mal hatte ich ja die Bambus. Die fand ich ganz gut, aber ich finde, die machen die Zähne, also das Zahnfleisch recht, tun die recht schrubbeln. Das hat mich ein bisschen gestört. Deswegen diese hier. Das ist Medium. Die haben interessant ausgeschaut. Indikator 1, 2, 3. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die ganz interessant ausgeguckt. Dann wollte ich wieder hier diese Paprika-Reiswaffeln. Die sind super lecker. Dann wollte ich noch ein größeres Album. Und zwar dieses hier. Ich wollte ja über die Kreuzfahrt noch eins festhalten. Genau. Dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich das da. Gefällt mir sehr gut. Dann fand ich hier diese Stifte irgendwie ganz spannend, so Glittermarker. Die kann man dann so ausmalen. Das fand ich irgendwie ganz schön und die waren auch nicht teuer. Deswegen habe ich die mitgenommen. In verschiedenen Farben. Keine Ahnung, so pastellig irgendwie. Fand ich ganz nice. Genau, deswegen mussten die mit. Dann waren die im Angebot. Ihr wisst ja, das sind die besten, die rosanen und die babyblauen. Leider war nur noch ein rosanes da, deswegen musste ich es mitnehmen. Das konnte ich nicht zurücklassen. Und babyblau war leider gar keins mehr da. Sehr schade, sonst hätte ich da noch mal eins mitgenommen. Dann noch mit Zahnbürsten. Die fand ich super spannend. Irgendwie, keine Ahnung. Eine Colgate, also beziehungsweise zwei Stück. Die haben in der Mitte so ein Polierteil. Polishing, Star steht da irgendwie drauf, bla bla. Sie sind schwarz-weiß, schauen cool aus und sind irgendwie für mich neu. Deswegen wollte ich die mal mitnehmen und probieren. Ich bin gespannt, wie das hier so mit meinen Zähnen sich verträgt. Ihr wisst, ihr habt recht empfindliche Zähne, weil ich meine Zähne selber mal gebleached habe. Shame on me. Bemerkt euch das. Kauft euch nie diese komischen Stripes zum Zähnebleachen. Das macht euch einfach den kompletten Zahnschmelz kaputt. Ihr habt danach nur schmerzende Zähne. Bitte lasst es bleiben. Und weiße Zähne habt ihr übrigens nicht. So sieht es dann aus. Und tut weh. Egal, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie die so zu meinen Zähnen sind. Dann habe ich die wieder mitgenommen, das sind die allerbesten. Diese Paprika-Reiswaffeln. Leute, wenn ihr die noch nicht probiert habt, holt euch die. Das sind die allerbesten. Die sind richtig schön gewürzt und super lecker. Dann habe ich mir gedacht, nehme ich meine Katzenmilch mit. Die kleine Maus hat bestimmt noch keine Katzenmilch probiert. Übrigens, wenn ihr die vermisst, die schläft gerade da hinten.
Hier irgendwo da, glaube ich. Ja, lass mal sie schlafen. Im nächsten Video wird sie bestimmt noch sehen. Oder vielleicht wird sie wach, dann wuselt sie hier eh rum. Dann habe ich das hier gefunden. Das war für mich neu. Ekstase Energy Drink Bubblegum. Leider kein Zero-Produkt, habe ich gesehen. Ja, 43 Kalorien, 100 Milliliter. Also das Ding ist schon ein bisschen ein Reinhauer. Kann man mal machen. Genau. Dann habe ich hier diese schönen Ringe gefunden. Fand die voll nice. Ne, die kann man schön layern und ach, den habe ich im Laden gar nicht gesehen. Och, ist der süß. Genau, auf jeden Fall fand ich die voll schön mit weißen Steinchen und hier mit so Mondstein-Art. Genau, und die waren mega günstig und deswegen habe ich die mitgenommen. LXL sind teilweise ein bisschen groß, aber lieber zu groß als zu klein irgendwie. Ja, fand ich mega schön und deswegen mussten die mit. Dann mein Lieblings-Energy habe ich auch zwei mitgenommen. Also falsche Variante. Upsi. Genau. Hier habe ich noch zwei mitgenommen. Das ist der Zero, den liebe ich. Kann ich euch absolut empfehlen. Dann habe ich hier noch von dieser Ekstase diese Variante gefunden. Watermelon, Leute. Watermelon musste ich mitnehmen. Auch keine Zero-Variante. Hat auch 43 Kalorien pro 100 Milliliter. Ja, relativ viel. Kann man machen, muss man nicht. Dann, oh Leute, ist der nicht süß? Ja, ich fand den so schön im Pinsel. Eine Foundation Brush, ja, muss ich mitnehmen. Türkis, ihr wisst, ich liebe Türkis. Ja, deswegen, er musste einfach mit. Und Mermaid-Vibes sind einfach geil. Dann habe ich hier mal so einen Liquid Lipstick mitgenommen. Hat mich super interessiert. Die Farbe ist so ein schönes, dunkles, bärisches Rot. Gab es auch Nude-Töne und alles Mögliche. Also ich wollte jetzt mal einen probieren, die sind halt mega günstig. Das ist die Farbe 364 in Love. Hier oben steht's. Genau. Ich bin gespannt, wie die so sind. Ich würde die Packung aufheben und im Aufgebraucht-Video kann ich euch dazu dann natürlich mehr sagen. Wenn ich die gut finde, würde ich mir noch andere Farben holen. Genau, da war ich einfach mal echt neugierig, weil für den Preis, Leute. Dann, was haben wir da noch Interessantes drinnen? Ja, ich habe mir hier noch einen BH mitgenommen. Ich finde die wunderschön. Und jetzt gab es auch mal die Größe L. Meistens gibt es nur S und M und was weiß ich. Und ja, den fand ich eben schön. Hat hinten auch einen normalen BH-Verschluss. Ja, ganz nice. Deswegen musste der mit. Dann noch mehr von diesen Rice Crackers. Leute, also die müsst ihr probieren. Die sind so gut. Das ist für mich ein ganzes Essen, wenn ich eine so eine Packung esse. Mega. Dann habe ich nochmal so einen Sprüher mitgenommen. Meine sind einfach alle kaputt gegangen. Und jetzt habe ich die im Haus einfach mal alle ausgetauscht. Ihr wisst, ich habe drei Etagen, also eigentlich vier mit Keller. Und ich habe eigentlich in jeder Etage habe ich mindestens ein so ein Teil stehen. Und genau, mir sind einfach alle kaputt gegangen. Und ich habe jetzt so viele Nachfüller noch, aber keine Geräte mehr. Und deswegen habe ich noch eine mitgenommen. Nicht ganz 5 Euro. Ist okay. Steht drauf, eine Limited Edition. Ist halt der Sprühgerät. Der ist mit drin. Und daneben ist noch so ein Duftteil. Das ist jetzt Zimt, Zauber und Bratapfel. Weihnachtlich, aber ich finde es irgendwie geil. Und egal. Also ich kann die Packung, also ich habe so viele andere da. Ich kann es auch einfach beiseite stellen und ein anderes reintun. Genau, mir geht es hauptsächlich um der Gerät. Dann, was habe ich noch mitgenommen? Hier geht es noch weiter mit einem Cleaner. Und zwar diesen hier, Leute, Quietschi Gelb. Und zwar einen Multi-Surface Cleaner in Lemon Sherbet. Sherbet heißt vielleicht Sorbet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die Hoffnung, dass es so richtig geil künstlich nach Zitrone riecht. Ich kann es mal probieren, aber ich rieche halt echt nicht viel, ne? Aber wenn es richtig kräftig ist. Keine Ahnung. Ich kann es euch echt nicht sagen, aber fand ich super ansprechend, deswegen musste das mit. Dann noch ein großes Gerät und zwar für meine Miezis habe ich das coole Teil hier mitgenommen. Deswegen könnte es so rum. Ach, jetzt ist es runtergefallen. Hier sieht man die Abbildung. So soll das Teilchen aussehen. Fand ich irgendwie ganz hochwertig und es hat, glaube ich, 7 Euro oder 8 Euro gekostet. Hat halt hier so eine Holzkatze mit so einem Puschelding und zum Kratzen und hier unten zum Kratzen. Das fand ich eben schön. Würde ich vielleicht sogar hier ins Wohnzimmer stellen, dass meine Babys irgendwas zum Kratzen haben. Genau, deswegen habe ich das gekauft. Wollte eigentlich ein paar Spielsachen für die kleine Maus kaufen, aber irgendwie gab es nur Scheiß. Deswegen habe ich da nichts mitgenommen. Dann habe ich diesen süßen Katzenspiegel in dem wunderschönen Blau mitgenommen. Der kostet nicht mal 2 Euro und ich fand ihn einfach mega cute. Deswegen musste er mit. Dann zum Pakete verpacken.
ganz unspektakulär Papier, Packband. Dann hier nochmal eine andere Variante. Und zu den letzten zwei Produkten, Shampoo und Spülung von Fructis. Ja, für 1,99 muss ich da nochmal was mitnehmen. Finde ich einfach mega günstig und mega gut. Und genau, das war's gewesen, meine Lieben. Das war mein kleiner, aber feiner Action-Haul. Und ja, ich freue mich, dass ich die Sachen bekommen habe. Das Wichtigste natürlich diese scheiß Batterien. Ich hoffe, dass jetzt mein Auto wieder problemlos funktioniert. Und ja, dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich noch ein paar schöne Bilder mir vom DM entwickeln lasse für das Album von meinem Baby. Ich weiß nicht, seht ihr sie? Da, seht ihr sie? Hier, ein Stückchen Ohr. Ja, die macht schlaffig, meine kleine Maus, ne? Genau, also ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und ich hoffe, euch geht's gut. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Bitte entschuldigt meinen Look, aber ich bin einfach noch echt matschig. Egal, ist so. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb.